Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. In diesem Video geht es um die zu meiner Meinung nach 99% jetzt sichere Legende in Season 9, eine neue Waffe. Ich zeige euch einen Trailer, dort bedankt sich Respawn bei über 100 Millionen erreichten Apex Legends Spielern und in diesem Trailer, ich zeige euch wirklich nur die letzten Sekunden, weil die sind ausschlaggebend für den Inhalt des Videos. Wir sehen auch im Hintergrund schon etwas verschwommen, sehr düster die Map, die das Update in Season 9 bekommt. Wie gesagt, die Legende, um die es in Season 9 geht. Das geht alles so flott, dass ich auf jeden Fall noch in Originalgröße eine Slow Motion und dann rangezoomt noch eine Slow Motion vorbereitet habe. Und ich rede noch mal kurz über die neue Waffe, die voraussichtlich in Season 9 kommt. Habe ich auch schon mal gezeigt. Jetzt ist aber der Name bekannt, welche Munitionsart und so weiter. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, die letzten Sekunden des Trailers und danach nehmen wir das Ganze mal ein Stück weit auseinander. This game looks insane. Never quit. Komm, geht da. Olé! Oh, someone got the party started. Geht alles recht flott, habt ihr sicherlich selber mitbekommen, was ist eigentlich das Interessanteste. Ich zeig's euch mal als Standbild. Genau diese Szene ist, glaube ich, das drittletzte Bild. Dort sehen wir, wie etwas am Himmel schwebt, eine Person, eine Legende, was auch immer, was sich von links nach rechts relativ schwebend bewegt. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Slow Motion und danach geht's weiter mit Spekulationen, sage ich einfach mal. Einmal hier in Originalgröße. Man erkennt es recht gut. Ich habe es einmal jetzt hier rangezoomt. Man erkennt natürlich nicht, wer es ist, was es genau ist, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist eine Person, das sollte völlig klar sein. Aber es ist scheinbar eine Legende zu 99%. Komm, bevor wir um heißen Brei reden, natürlich, es kann nur Vork sein. Da bin ich mir felsenfester Überzeugung. Denn auch schon in den letzten anderthalb, zwei Jahren mehrfach drüber berichtet. Sie hat eine ultimative Fähigkeit namens Skyward. Wir sind am Boden, aktivieren das. Teammates können sich dem sogar anschließen. Wir schweben dann in die Luft, als würden wir, sag ich mal, einen Jump Tower benutzen. Und am höchsten Punkt gehen wir in den Skydive über. Eine absolut interessante Fähigkeit, wie ich finde. Und deswegen, es kann nur Vork sein. Ich blende es euch hier gerne nochmal ein. Moment, jetzt klappt es nicht. Ich bin top vorbereitet, das läuft. Ja, ich blende es euch einfach nochmal ein, um es nochmal sacken zu lassen. Und wie ihr im Hintergrund schon seht, Olympus. Olympus ist leider die Map. Meiner Meinung nach leider, versteht mich nicht falsch, Olympus ist eine geile Map. Ich kann sie zurzeit aber einfach nicht sehen. Wir haben jetzt 3 Monate kein World's Edge gehabt. Das ist mega, mega belastend. Und ich habe eigentlich, und wie viele andere von euch, die World's Edge vermissen, wir waren uns eigentlich sicher, in Season 9 ist World's Edge die Map, die ein Update bekommt. Aller Voraussicht nach ist es aber leider, wie ich finde, Olympus. Natürlich gibt das Olympus vielleicht einen neuen Schwung, weil ich finde, ja, ich möchte die Map nicht schlecht reden, deswegen einfach mal weiter im Text. Ich zeige euch hier mal ein Standbild. Das ist das letzte Bild, was wir aus dem Trailer sehen. Das ist quasi überarbeitet, der Spot Hammond Labs. Relativ schräg rechts unten ist eigentlich das Labor. Das scheint komplett verschwunden zu sein, denn wir sehen ja so ein paar Hochhauselemente relativ weit rechts vom Bild. Und unten sehen wir überarbeitet komplett den Spot. Wir sehen die zwei Oasis Tower Zylinder, nennt es wie ihr wollt. Im Hintergrund auf jeden Fall kann man ganz eindeutig sehen, dass es nur Hammond Labs ist. Wir sehen hier den Wasserfall. Ich mache das Bild mal kurz weg hier schräg rechts. Ich habe leider keine bessere Perspektive jetzt gerade auf die Schnelle vorbereiten können im Hintergrund. Wir sehen hier den, ich sage immer PlayStation 5 Spot, sieht so ein bisschen aus wie so eine PlayStation. Dieser Spot scheint, also dieses Labor scheint komplett verschwunden zu sein und überarbeitet sein. Im Hintergrund sehen wir die Wasserfälle, diese drei kleineren und größere Fälle. Deswegen können wir sicher sein, es kann nur dieser Spot sein. Und vor allen Dingen sehen wir auch in der Luft, wenn ihr euch den Trailer nochmal reinzieht, es sieht alles relativ dunkel und düster aus. Ich nehme mal an, dass die Tageszeit wahrscheinlich so ein bisschen sich geändert hat und wir Olympus so ein Stück weit vielleicht in der Dämmerung oder bei Nacht sehen. Das könnte auch sehen. Auf jeden Fall sieht das Update
es sieht schon geil aus, keine Frage, aber ich habe eigentlich, und deswegen erzähle ich das noch zusätzlich, ich habe es heute erst auf Twitter gefunden, es kann sein, dass in Mitte Season 9 quasi zum Split 2, wie ich denke, der World's Edge trotzdem noch ein Update bekommt. Aber ich finde es ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuschend für mich, um das mal ehrlicherweise zu sagen. 3 Monate auf World's Edge verzichtet, auf die beste Map, wie ich finde, von allen dreien. Gerne schreibt es mal in die Kommentare, welches ist eure Favorite Map. Dann haben wir jetzt 3 Monate auf diese Map verzichtet und bekommen kein Map-Update. Das finde ich schon ziemlich schade. Ich finde World's Edge zwar geil, so wie es ist, aber eigentlich geht man davon aus, dass wenn es so lange nicht da ist, vor Season eindrucksvoll, Kings Canyon 3 Monate nicht da, Kings Canyon kommt wieder, fettes Map-Update. Und das hat meiner Meinung nach Kings Canyon auch ins rechte Licht wieder gerückt. Ich finde, mit dem aktuellen Map-Update hat Respawn auf jeden Fall einiges wieder verbessert mit dem, was sie an Kings Canyon eigentlich in den letzten vielen Seasons verschandelt haben. Meine persönliche Meinung. Jetzt noch ein kurzer Shoutout in eigener Sache, bevor es mit der neuen Waffe weitergeht, die ich sehr interessant finde auf jeden Fall. Hat euch das Video bis hierhin gefallen? Lasst einfach mal einen kostenlosen Daumen da. Habt ihr noch nicht abonniert und seid schon lange dabei? Abonniert den Kanal, es ist völlig kostenlos und kostet euch, wie gesagt, nur diesen einen Klick. Und für alle, die sich jedes Mal wundern, Mensch, jeder YouTuber, meine Fresse, in jedem Video möchte der einen Daumen haben, ein Abo. Warum, weshalb? Ganz einfach. Ich erkläre es kurz für die, die es einfach nicht wissen. Wir machen uns eine Menge Mühe, versteht mich da nicht falsch. Wir machen das gerne. Es ist aber ein völlig kostenloser Lohn, den ihr uns zurückgebt. Warum, weshalb? Jeder YouTuber möchte wachsen, möchte mit seinem Kanal mehr erreichen. Und mit dem simplen Daumen nach oben oder eben dem Abo zeigt ihr dem YouTube-Algorithmus, der sehr kompliziert gestrickt ist, Mensch, den Stuff, den er da macht, der ist richtig geil. Wir sollten das Video oder dem YouTuber jetzt einfach mal anderen Leuten vorschlagen, die auch Bock auf Apex-Content haben. Und haben den Leuten das aber bis jetzt nicht vorgeschlagen. Das ist der Trick dahinter, denn jeder, der mit Apex oder mit YouTube allgemein anfängt, der wird natürlich erstmal klein gehalten und der muss langsam wachsen. Und mit jedem Daumen nach oben und mit jedem neuen Abo zeigt ja YouTube, das, was er da macht, ist richtig geil. Und by the way, bemerkt, bevor ich jetzt mit meinem Gesafter aufhöre, bei mir sind es aktuell 50%, die regelmäßig einschalten, die kein Abo dagelassen haben. Ich mache im Schnitt um die 5.000, 6.000, 7.000 Aufrufe für ein Apex-Video, nicht Outriders. Ich weiß, dass das nicht jedem gefällt, dass ich Outriders-Stuff bringe, aber das wären theoretisch mal eben, ja, um die 2.000, 3.000 Abonnenten mehr, die ich theoretisch haben könnte. So, jetzt halte ich endlich meine Klappe. Das wollte ich einfach mal losweiten und jetzt loswerden. Jetzt machen wir mal mit der neuen Waffe weiter. Habe ich auch vor ein paar Wochen schon mal gezeigt. Ein Deathstream hat es ein wenig entlarvt. Es ist diese Waffe. Die sieht der Spitfire relativ ähnlich. Und ich habe letztens auch die neue Waffengattung oder die neue Waffe Dragon LMG in den Mund genommen. Und es scheint eine LMG wie die Spitfire zu sein, eine schwere Waffe, aber mit leichter Munition. Es ist, wie gesagt, wie die Spitfire, nur mit leichter Munition. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen leichter zu handeln ist, eine höhere Feuerrate hat. Und höhere Feuerrate. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was ihr von dieser Waffe haltet. Eine Spitfire mit leichter Munition, hat sie eher eine höhere Feuerrate? Ist sie leichter zu handeln? Hat sie vielleicht doch mehr Rückstoß? Ich finde, die Spitfire ist ja doch relativ easy zu handeln. Und wir können übrigens in Season 9 davon ausgehen, dass die Spitfire genervt wird. Allem Anschein nach. Und es gehen auch Gerüchte rum, das fällt mir jetzt gerade so ein. Es könnte sein, dass die Spitfire, auch wenn sie überhaupt da gar nicht reinpasst, eine Care-Package-Waffe wird. Dafür habe ich noch keine Beweise, aber ich habe auf Twitter schon die Diskussion gesehen, dass es sein könnte, dass die Prowler zurückkommt als Floorwaffe. Übrigens soll, glaube ich, die Friedensstifter auch als Floorwaffe zurückkommen. Habe ich ganz am Anfang von Season 8 schon mal drüber berichtet. Aber ansonsten, Dragon LMG, leichte Munition, um mich nicht noch mehr zu wiederholen, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Waffe reinhaut und ob sie es wirklich wird. Es gibt ja so viele Spekulationen in den letzten Seasons, welches eine neue Waffe sein könnte. Und bevor ich jetzt ganz aufhöre, am Ende des Trailers, 19.04. hat Respawn geteasert, gibt es neue Teaser eben, wie es in Season 9 weitergeht. Und Stand ab nächste Woche Montag am 19. sollen die Informationen immer engmaschiger ans Tageslicht kommen. Also könnt ihr davon ausgehen, dass ich ab spätestens nächste Woche auf jeden Fall mehr Apex News wieder bringe, denn wir nähern uns, wir sind kurz vor Season 9, noch 2,5 Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch mehr Apex Legends News wieder kommen. Ich weiß, viele vermissen diese News, aber aktuell kann ich
es mir leider nicht aus den Fingern saugen, weil viele sagen, Mensch, Outriders, ich habe keinen Bock auf das Spiel, kann ich verstehen, aber ich habe auch mal Bock auf was anderes. Aber die Apex News kann ich mir nun mal nicht einfach irgendwo aus den Fingern ziehen. So, genug gesaftet, es war mir aber auf jeden Fall mal ein Bedürfnis, ein bisschen Real Talk in Sachen YouTube und so weiter Lust zu werden. Wie gesagt, hat es euch gefallen, Daumen da lassen, Abo da lassen. Wenn ihr schon regelmäßig dabei seid oder eben neu seid, würde ich mich sehr über diese kostenlose Unterstützung freuen. Bleibt gesund, wir sehen uns im nächsten Video, das war's von mir und Livestream ist auch gleich am Start, wenn ihr tagesaktuell zum Donnerstag das Video schaut. Ich denke so gegen 16, 17 Uhr, das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.